diesem Video werfen wir einen Blick auf den Multi-Hostel Premiumize und das ist nun schon das dritte Mal, dass es ein Review zu Premiumize gibt, das aber auch aus gutem Grund, denn es haben sich immer wieder viele Dinge geändert. Was wird also unterstützt von Premiumize? Und das ist eine ganze Menge. Also generell werden erstmal One-Click-Hoster unterstützt, zusätzlich kann man Dateien aus dem Usenet herunterladen, man hat die Möglichkeit, eine VPN-Verbindung zu nutzen, ein Proxy wird unterstützt, man kann Telefonate per Voice-over-IP günstig führen, es gibt einen Torrent-Downloader, man kann sich Videos für Erwachsenenunterhaltung auf bezahlten Premium-Seiten herunterladen und man bekommt eine Cloud zur Verfügung gestellt. Insgesamt werden 32 Dienste unterstützt. Das ist hier ein Ausschnitt aus der Liste der unterstützten Dienste. Bei den Tests habe ich natürlich ein Augenmerk auf die Geschwindigkeit gelegt. Jetzt seht ihr hier oben links meine Internetgeschwindigkeit, das ist eine 100 Mbit-Leitung von Kabel Deutschland. Dann habe ich mich mal mit dem VPN verbunden. Dort hatte ich immer noch 96 Mbit, was ein sehr guter Wert ist. Anschließend habe ich die One-Click-Hoster-Downloads getestet. Auch hier sieht man 12 Megabytes pro Sekunde, ist auch ein sehr guter Wert, ist die Leitung quasi voll ausgelastet. Beim Usenet sieht es ähnlich aus, da wird auch die Leitung so gut wie komplett ausgelastet. Zu guter Letzt, der Proxy, der schafft auch die kompletten 100 Mbit, also bei der Geschwindigkeit gibt es überhaupt nichts zu meckern. Kommen wir mal zu den Limits. Bei Premiumize hat man kein Flatrate, sondern es gibt ein Fair-Use-System. Man bekommt standardmäßig 1000 Punkte pro Monat. Diese können noch erweitert werden, das sieht man rechts, was die Punkte eben kosten. Und jeder Dienst hat unterschiedliche Limits. Schauen wir uns zum Beispiel mal den Dienst Uploaded an. Der hat den Faktor 2. Das heißt, wenn ich 1 GB herunterlade, werden 2 Punkte von den 1000 abgezogen. Das heißt, wenn ich nur Uploaded benutze, könnte ich immerhin 500 GB im Monat herunterladen. Zusätzlich zu diesen Limits gibt es noch tägliche Limits. Zum Beispiel bei Uploaded wieder 50 GB am Tag. Hier muss man halt auch bedenken, dass ein original Uploaded Account nur 30 GB am Tag hergibt. Man kann seinen aktuellen Punkteverbrauch auf der Website auch nochmal überprüfen, der ist da detailliert aufgelistet. Ich finde diese Limits insgesamt fair und transparent und wem das Ganze nicht reicht, der kann diese ja noch gegen Geld erweitern. So, ich hatte ja vorhin die ganzen Dienste, die unterstützt werden, aufgelistet. Natürlich habe ich alle getestet, um zu sehen, ob die auch alle funktionieren. Der One-Click-Hoster-Download hat immer funktioniert, die Dienste, die unterstützt werden, haben funktioniert. Der Usenet-Download war astrein, auch der VPN hat funktioniert, der Proxy hat funktioniert, Telefonieren ging wunderbar, der Torrent-Downloader geht auch sehr schnell. Auch der Zugriff auf die Seiten für Erwachsenen und hat so funktioniert wie beschrieben und auch der Cloud-Downloader hat funktioniert. Schauen wir uns also mal die Features genauer an. Es gibt eine Torrent- und Usenet-Cloud, die funktioniert im Grunde so, dass ich eine NZB-Datei oder eine Torrent-Datei in die Cloud lade und die Datei, die dahinter steckt, die wird dann in die Cloud geladen, ohne sie auf meinen Computer zu laden. Dazu gibt es dann ein Kodi-Plugin, mit dem ich dann auf zum Beispiel Videos zugreifen kann und direkt streamen kann, ohne dass ich die Dateien auf meinen Computer laden muss. Dann gibt es noch ein Browser-Plugin, das einem das Leben auch ein bisschen einfacher macht, wenn ich zum Beispiel auf eine Pornoseite gehe, dann startet der Stream direkt. Geo-Unblocking wird unterstützt, das heißt Seiten, die ich eigentlich gar nicht aufrufen kann, aus zum Beispiel Deutschland, kann ich dann doch aufrufen und ich kann mit diesem Plugin auch Torrent zum Beispiel direkt in die Cloud schicken. Ich muss nicht mal die Torrent-Datei runterladen. Das gleiche gilt natürlich für One-Click-Hoster-Downloads, auch hier startet der Download direkt. Es gibt natürlich eine Chat-Downloader-Integration, man kann also einfach den Account in der Account-Übersicht in den Chat-Downloader einfügen und dazu gibt es noch den ganz normalen Web-Downloader, der auch mit einer guten Funktionalität aufwartet. Die Nutzerfreundlichkeit ist auch sehr schön, man hat eine Dienstübersicht, was gerade geht, man sieht auch, wenn es Ausfälle gibt. Es gibt, wie gesagt, die Browser- und Chat-Downloader-Integration, es gibt ein Support-Center, eine übersichtliche FAQ, Tickets werden auch schnell beantwortet, also persönlicher Kontakt ist auch möglich und wie gesagt, das Kodi-Plugin, das leicht zu bedienen ist. Kommen wir also mal zum Preis. Es gibt, wie man oben sieht, viele Bezahlmethoden und verglichen zu einem Uploaded-Account fährt man sehr, sehr günstig, hat eine große Ersparnis und bekommt ja deutlich mehr geboten. Kommen wir also zur Wertung. Was hat mir gut gefallen? Die Geschwindigkeit war immer super. Die Features sind für einen Multihoster einzigartig. Es gibt kaum etwas Vergleichbares. Der Support ist gut. Es werden viele Dienste unterstützt und die Integration in die verschiedenen Programme hat mir gefallen. Auch der Preis ist für das Gebotene sehr fair. Was hat mir weniger gefallen? Die Usenet-Vorhaltezeit von Dateien ist nur 1100 Tage. Das ist zwar Standard so im Usenet-Bereich. Es gibt aber auch Anbieter, die 3000 Tage und mehr anbieten. Leider wird Share Online nicht unterstützt. Premiumize stellt für VPN OpenVPN-Konfigurationsdateien zur Verfügung und es gibt halt keine eigene VPN-Software. Insgesamt kann ich den Dienst aber natürlich rundum empfehlen.